Hallihallo, ihr Lieben, die Nachbarsbauern, zwei Ahnungslose voller Tatendrang im Wald sind wieder da. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession, in einem neuen Livestream. Freitagabend ist es, wir sind auf Twitch und wenn ich ja wir sage, ist irgendwo auch der Andi unterwegs. Der sorgt gerade dafür, dass es bei mir hier so ruckelt. Hallo erst einmal. Ja, hallo. Ja, ein bisschen. Ich habe gedacht, geteiltes Sockeln ist halbes Sockeln und so. Ja. Ja, ich hab hier den Frontlader vom Glas dann, weil da die kleine Poltergabel dann ist, weil ich mit der einfach besser zurechtkomme, zwecks der Tastenbelegungen und so. Und da habe ich festgestellt, dass ich hier ganz neu im Spiel, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, Wi-Fi-Hydraulikanschlüsse. Ist ja hervorragend. Ich meine, modern würde ich sagen. Ja. Ja, und falls sich bei mir jemand wundert, was das für ein komisches braunes Teil ist, was ich da hinten dran hängen habe, ich habe mir gedacht, so mit der 1000-Liter-Schaufel, die ich das letzte Mal hier dran hatte, dauert es zu lange, hol extra die große Schaufel. Ja, und was ist? Zu schwer. Muss ich mir noch ein Gewicht organisieren. Aber jetzt, wie man sieht, klappt das wunderbar hier. Gaki, haben wir eigentlich einen Plan, wie wir jetzt noch ein bisschen an Geld haben? Ach, Missionen. Warte mal, wir könnten auch noch Missionen machen, ne? Wir könnten Missionen machen. Wir können aber auch, wie gesagt, eben die Sachen, die zur Achterbahn können, zur Achterbahn runterfahren und da verkaufen. Stimmt, weil da kriegen wir ja auch Geld. Das habe ich schon wieder vergessen. Oh, nice. Ja, dann brauchen wir aber irgendwas Beladbares, hä? Ja, irgendein Plattformwagen. Kannst du bitte mal aufhören, Spiel Sachen zu machen, die ich nicht vorhabe? Das wäre schon ein bisschen toll. Ich würde den Frontlader schon gern selbst steuern, wenn es okay wäre. Ich muss sagen, mit der großen Schaufel geht das doch ein bisschen schneller hier. Glaube ich. Ernst jetzt das so, oder? Also ich weiß ja nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl hier, dass der Server hier dezent Schwierigkeiten mit unseren kleinen Baumansammlungen hat. Also ich würde sagen, der LS hat Probleme mit den Bäumen. Wie gesagt, ja, dem Server geht es so gut, das kann gar nicht sein. Wir haben den Farming Simulator durchgespielt, wir machen nichts und es suckelt. Ja. Jetzt liegen hier noch nicht mal viele Bäume. Es kann jetzt ja nicht sagen, dass wir hier die halbe Karte abgeholzt haben und das ist nur ein kleines Stück. Weißt du? Es ist nur ein klitzekleines Stückchen. Und trotzdem hier macht der oder das Spiel hier die ganze Zeit mi, lokel, 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 tot, alles tot. Ich will mal was testen. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, das geht nicht. Ja. Der kann das nicht. Okay, ich dachte mir jetzt, ich nehme mal den Nicklenker und lass den mit dem Giants Helfer zur Erdschmelze fahren. Der kann keinen Helfer. Entweder weil er nicht uns gehört. Oder er kann es halt einfach nicht.
Aber egal, ich habe mein Unimog vollgeladen und bin auf dem Weg. So, okay. Ja, ist okay. Ui. Da unten müsste jetzt die Brücke kommen. Oh Gott. Hilfe. Oh. Ja, der Anhänger schiebt ein bisschen. Hier bin ich richtig. Da müssen wir den Berg hoch. So, den kriegen wir jetzt aber dann noch ein bisschen da aufgeschoben, oder? Das geht, oder? Noch mehr drauf gehen. So, machen wir bitte schön, schön aufmachen. Ja. Ne, du bleibst da oben. Mach mal jetzt nicht diesen. Genau, du bleibst da. Mach einfach mal ganz schnell einen Spanngurt um. Ja. Okay. Ich will's gar nicht wissen. Ja, das ist, was soll ich sagen? Ja. Ich quäl mich hier mit 7 km/h den Berg hoch. Ich tue jetzt gleich mal was für unsere Performance und gebe mal ein paar Bäume ab. Was? Wieso? Ah, okay. Das ist sehr interessant, was du für Sachen hier machst, aber könntest du mal aufhören mit diesen Sachen? Warum bewegen sich die Bäume? Da ist ein Spanngurt um. Der muss doch jetzt hier noch da aufgehen. Aber mach jetzt auf und schmeiß den Kack da einfach hin. So. Okay. Danke. So. Einmal Spanngurte an. Hier reichen 3 Spanngurte locker, oder? Ich meine, wir fahren ja nur 15 Kilometer. Seid ihr jetzt fertig mit bewegen? Ja, ich bin immer gespannt, wie das wird, wenn ich jetzt hier zum Sägewerk hoch war. Hab ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nur froh, wenn ich hier den Berg oben bin. Ich hätte vielleicht den Fender. Oh Gott, okay. Fender ein Stück wegfahren sollen, ha? Huh? Wäre vielleicht noch intelligent gewesen. Warum? Ah, geht, oder? Geht. Easy Snack. So, gucken wir mal, was machen die Bäume da so hinten an? Ja, gut. Das ist absolut normales Verhalten. Ja, das... Das ist schön, wenn man nur 4 km/h fährt und es dann noch ruckelt. Ja. Oh. Wenn ich mich von den Bäumen abgewendet habe, die Fahrtrichtung, dann hat das Ruckeln schlagartig aufgehört. Ja, bei mir auch. Aber meine Ladung bewegt sich immer noch. Was? Ich fahr geradeaus. Ich fahr einfach nur geradeaus. Willst du mich verarschen? Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ich bin nur geradeaus gefahren und der LKW und der Traktor samt Baumstämme kippt einfach um. Was? Warum? Oh Gott.
Ja. Ich meine, ja, du bist um die Kurve umgefahren und da ist der Traktor umgekippt. Da verstehe ich es ja schon, ne? Dass man da so mit großer Last und so. Ja, ich kenne das aber auch mit Holzdingern teilweise, wenn du voll beladen bist, dass er schon auf der Geraden anfängt zu schwanken einfach. Der hat sich stetig zur Seite geneigt und ist einfach schon umgekippt. Gegenwind, Seitenwind. Ja, Seitenwind. Moin, was? Trevor Agrar? Nee, doch. Trevor Agrar. Tave Agrar. Das ist, Flo. Flo? Von der Matchmap. Damals. So, wir hätten hier, ein Problemchen. Ich meine, es ist gut. Ach, gut. Oi, 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 oi. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ah, Fettpower. Nein. Fahr weiter. Da Andi gerade zu tun hat, hallo New Moon. Hallo New Moon. Lass los. Einfach loslassen. Hast du da keinen besseren Parkplatz gefunden mit deinem komischen VW Passat? Ja, es ist nur ein Kratzer. Es ist nur ein Kratzer. Alles gar kein Problem, ja? Ich fahre einfach mal weiter, ja? Ach, ja, komm da hier. Hallo, Gacki. Oi. Ja, diesmal fahre ich langsam hier rein. Ja, ich fahre auch langsam. Hier ist ein Stoppschild. Ich halte. Ach, hättest du mal blinken können? Es ist ja. Was sind wir denn hier? Die Amerikaner, die nicht blinken können. Nein. Der hat schon wieder hier so Movements gemacht. Warum sehe ich eigentlich nicht, wie viel Licht, das ich geladen habe? Warte mal hier. 41 Kubik nur. Was? Enttäuschend. Ich glaube, ich muss mal umkehren. Ich muss noch ein bisschen was aufladen. Bei mir sagt er einfach nur so, keine Holzstämme geladen. Was? Ja. So. 41 Kubik nur, das ist ja echt, erbärmlich. Also das ist, ich verstehe gar nicht, warum der Anhänger so viel Terz macht. Bei 41 Kubik, der ist ja noch nie mal ansatzweise überladen. So, wo muss ich das Bremsen anfangen? Alles für die Performance. Alles für die Performance. Genau. So. Ich bin angekommen. Ohne Schäden natürlich, Gacki. Wie du mich kennst, ich bin natürlich sehr langsam gefahren und so. Wieso sind eigentlich alle Spanngurte dran? Ich hab doch nur deine angemacht. Hallo. Nichts zu tun, oder was? Ich hab mein Eisenerz abgeliefert. Jetzt passt das erstmal wieder da unten. Wir brauchen noch einen Anhänger, Gacki. Kannst du mal einen Anhänger kaufen und holen? Wir können einen Anhänger kaufen und holen. Gucken wir mal. Na gut, sollten wir vielleicht bei Ballentransport gucken. Ich glaube, da sind die drin. Ja, wird dann. Viel Auswahl haben wir nicht. Ja, bitte diese. Wir könnten einen der Reich umbauen, aber da passt nicht so viel drauf. Das macht nicht so viel Sinn, ja, ne? Ich würde den einfach den Farmtech DPW 1800 nehmen. Oh. Blattbaum ohne Schnickschnack. Den habe ich schon. Das ist der hier. Ah, da ist ja gar nichts drin.
Hat der. Ja, der Aufbau ist schon nicht schlecht, ne? Ja, gut, der ist eigentlich für Rundballen gedacht. Ja, aber es, kannst ja Paletten trotzdem dagegen stellen. Oh, gut, kann man auch das mit dazu nehmen. Sollen wir? Ja, würde ich schon sagen. Ja, gerne, Gut. gerne. Warum werden jetzt hier keine Holzstämme abgeladen? Dann mache ich mich mal gleich auf den Weg. Ja, Newmund gleich, gib mir noch oder uns so 5 Minuten. Andi ist voller Konzentration. Ich muss hier Baumstämme abladen, die ich hier mit meiner tiefsten Überzeugung aufgeladen habe, damit das Sägewerk hier frisches Futter bekommt. Ja, so 80.000 haben wir dann drin. Das ist doch okay. Okay. Was tust du da? Da kam an der Abzweigung einer um die Kurve gefahren, ist auf den Beschleunigungsstreifen und ist direkt vor mir rausgezogen. Ja, also Vorfahrt gewähren und so ist schwierig. Ja, können die nicht. Und wenn, gewähren sie so, dass sie eine Vollbremsung machen. Ja. So, von jetzt auf gleich von 130 auf 0. Ja, aber nur, wenn du direkt so nebendran stehst und dann voll in die reinkrachst. Und Das ne, ist die. es Das ist. reicht auch schon, wenn du dahinter fährst und du nah Ja, genug ja. rankommst. Das ist besonders schön, weil du dann meistens auf den Dingern draufstehst. Jo. So, das Anhängerchen ist angekuppelt. Ja, dann komm mal hier an auf den Meter. Ja, ich muss erstmal wieder beschleunigen auf 80 hier. Es ruckelt ja zum Glück gerade nicht. Ha. Na, Ja, Leute. das ist. Ja, und wenn wir Ein dann Bäumstöckchen noch. die Drechselei haben und dann noch mal ein bisschen Holz wegkommt, So, ist das dann auch gut. fahre ich jetzt mal wieder zu unserem Holzverladeplatz. Kann man ja gleich hier nochmal die Hütte voll machen. Dann das Sägewerk voll machen, dann die Drechselei voll machen. Ja, kriegen wir schon ein bisschen was weg. Aber die Frage ist, ob das Geld dann überhaupt für die Drechselei reicht oder ob wir vielleicht doch nochmal eine Fuhre Holz verkaufen müssen. Entweder das oder wir laden Hackschnitzel auf. Nein, Hackschnitzel machen wir im Winter, Gacki. Achso, Hackschnitzel machen wir im Winter. Okay. Ja, weil doppelter Preis und so. Okay. Oder wir könnten ja noch ein paar Fertigbauwände oder sowas schnell irgendwo zwischenverkaufen. Kann man auch machen. Schätze, der Anhänger, den ich hier dran habe, der ist sehr, 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 sehr schwer. Ja, warum kommst du nicht Ich vom Fleck? komme nicht über 44 km/h mehr mit dem. Das ist ja wild. Und normalerweise würde man sagen, na, hast du die Schläuche vergessen? Aber hier Aber. nicht. Ja, dann brauchst du aber, wenn die Kiste beladen ist, glaube ich, gar nicht erst losfahren damit, ne? Nee, ja gut, ja doch, es geht ja da fast nur bergab bis zur Achterbahn. Das ist ja der Vorteil. So, ach, da steht der Gabelstapler. Hallo Gabelstapler. So, aus dem Aus. Hä? Ach, weil ich. So. Das ist ja cool. Man ist ja nie tabmäßig in die beiden Volvo-Geräte gekommen, da, die oben an der Erzmine stehen, ne? Dadurch, dass ich jetzt den Radlader einmal zurückgesetzt habe, kann ich da reintappen. Was? Witzigerweise ist mir gerade aufgefallen. Ja, tatsächlich. Und da ist aber noch ein bisschen Eisen. 80.000. Ja, gut. Ja, wie gesagt, das
kommt ja schnell nach. Und wie viel haben wir jetzt da drin in der Mine? Da hast du jetzt mal eine ganze Fuhre reingeballert. 36. Ja, das sollte wohl 2-3 Minütchen reichen. Ja. Aber gut. Das wollte ich gerade sagen, das ist toll, da wir uns jetzt hier treffen. Ich setze mich hier am Sägewerk hin und mach mich schon mal bereit, wenn du hier gleich das Verladen anfängst. Achso. Okay. Aber nicht mehr heute, liebe Leute. Das war's nämlich schon wieder. Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt wo wir uns so getroffen haben, können wir ja auch Feierabend machen. So, aber das heißt, nächste Folge geht's weiter. Könnt ihr gerne wieder reinschauen. Ja, und ich werde jetzt hier ein bisschen Paletten verladen. Also guckt gerne wieder rein. Ja. Ciao. Gacki, während du hier am Verladen bist, glaube ich, gehe ich mal den Grill anwerfen und schmeiß mir mal so ein paar leckere Würstchen in den Ranzen ein. Ich meine, ist ja schon 12:30, ne? Und ihr dürft uns gerne auch auf Twitch hier mal vorbeigucken und oh Gott, das will das wird das werden. Uns mit zuschauen hier, dann könnt ihr nämlich das, was jetzt gleich passiert, komplett live und in Farbe miterleben, denn das wird lustig. Bis dann, tschüss!